Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Realms of the Haunting. Gut, ich habe jetzt mal die richtige Reihenfolge rausgefunden. Müssen doch nach rechts und nicht nach links gehen. So, genau dich noch. Dann ist der nämlich schon dunkel. Genau, und du bist dann der Letzte. Wir speichern kurz ab. Und here we go. Können Sie ja notfalls hier immer noch ein bisschen zurückziehen? Komm und tritt mir entgegen, Adam. Stell dich dem Feuer deiner Seele. Es brennt hier. Es wird dich verbrennen. So, machen wir ein bisschen Safe-Scumming. In ewiger Verdammnis sein Dasein fristen. In stählernen Ketten auf dem Scheiterhaufen. Was meinst du, Adam? Hui. In ewiger Verdammnis sein Dasein fristen. In stählernen Ketten auf dem Scheiterhaufen. Was meinst du, Adam? So, wir haben eigentlich genug Zeit, hier ein bisschen rumzulaufen und auszuweichen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Komm und tritt mir entgegen, Adam. Stell dich dem Feuer deiner Seele. Es brennt hier. Es wird dich verbrennen. Die schön? In ewiger Verdammnis sein Dasein. So. In stählernen Ketten kurz auf dem zurück. Scheiterhaufen. Was meinst du, Adam? Gucken, dass wir von den Explosivdingern nicht getroffen werden. Der Vorteil ist, der kann halt auch nicht großartig ausweichen. Bist du für sie entbrannt, Adam? Oder ist das Feuer erloschen? Sie hat dich verraten. Und du weißt es nicht. Ja, Mist. Doch noch erwischt. Hui. So. So geht's besser. Ah, du bist mir doch jetzt etwas eher auf den Fersen, habe ich den Eindruck. In ewiger Verdammnis sein Dasein fristen. In stählernen Ketten auf dem Scheiterhaufen. Was meinst du, Adam? Pass mal ein bisschen mit auf, das kann auf jeden Fall sehr wehtun, was du hier durch die Gegend schmeißt. In ewiger Verdammnis sein Dasein fristen. In stählernen Ketten auf dem Scheiterhaufen. Was meinst du, Abby? Na, Mist. Na, ich würde das ganz gerne schaffen, ohne getroffen zu werden. Du bist mir im Weg, du bist mir im Weg. Ja, ich glaube, wir müssen ihn mal wieder ein bisschen hier, ja, in irgendeine Ecke locken und dann hier vorbeikommen. Das wäre halt super. Kommst du mich gerade hier so ein bisschen zu nah, ne? Ja, und dann. Gut, wenn du mich hier in der Ecke hast. Ich muss hier aus. Das wird so nix. Gut, bleiben wir hier mal ein bisschen Bewegung. Uiuiuiui. Komm und tritt mir entgegen, Adam. Stell dich dem Feuer deiner Seele. Es brennt hier. Gut, wir haben ihn. So, gut, dann haben wir jetzt doch ein bisschen was verloren, aber hey. Platt ist platt. Ist es magisch? Ist es magisch? Träger der Schriftrolle, ihr besitzt nun die Magie zum Schutz vor der ewigen Verdammnis. Jene Macht, die euch
vor dem Fegefeuer bewahren wird, bedenkt wohl, wann ihr sie benutzt. Okay, Nummer 2. Sehr schön. Jetzt können wir auch wieder zurück, wie es scheint, aber ich glaube, ich heile mich dann nochmal hoch. Kann ja auch nicht schaden. Na, letzter Heiltrank, oder? Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was. Gut, die Frage ist... Ah ne, da geht's dann halt nur nochmal zurück. Diesmal erwartet uns aber auch niemand. Also wahrscheinlich einfach umdrehen und nochmal durch das Tor. Na, speichern wir auch nochmal schnell. Okay. Dann kommt mal her. So, zwei weniger. Haben wir wirklich keine... Das war, glaube ich, der volle Heiltrank. Ich hoffe, wir kriegen hier noch mal was. Ich meine, sind wir Gegner da? Eine alte Mauer. Welche alten Schlachten hier wohl geschlagen wurden? Von daher hoffe ich mal, dass ihr dann ein bisschen generöser hier wieder seid. Geschlagen wurden. Wo wir von sprechen. Aber gut, ich schätze mal, dann würden hier auch wieder ein paar neue Gegner warten. Stehen sonst noch irgendwelche Heiltränke hier rum? Ich hätte gern wieder ein paar. Oder zumindest ist es, glaube ich, jetzt auch einigermaßen ruhig hier. Okay, das sah gerade nur so aus. Eine alte Mauer. Welche alten Schlachten hier wohl geschlagen wurden? Ich fürchte, das war's aber erstmal. Na gut, besser als gar nichts. Den Tränken. Ist hier in der Mitte noch irgendwas? Ah, hier wäre wieder so ein... Okay. Okay. Bevor wir dich angehen, dieser Turm, er ist voll mit alten Erinnerungsstücken. Das erscheint mir alles so merkwürdig vertraut.
Okay. Müssen wir den jetzt erstmal platt machen, oder? Ah, ach, hier geht's rüber. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, um den Kampf uns leichter zu machen. Weil dass der jetzt schon direkt losgeht. Allerdings gefühlt haben wir ihm ja Schaden gemacht. Und das ist auch alles mehr oder weniger parallel, habe ich den Eindruck. Hey, was zum Teufel? Komisch, dieser Ort hier kommt mir irgendwie bekannt vor. All das hier ist mir so vertraut, aber warum? Es ist, als wäre ich schon mal hier gewesen. Vor langer Zeit, wenn ich nur wüsste, was hier vor sich geht. Das haben wir, glaube ich, auch in einer von den Visionen gesehen, ne? Oder Bildern. Okay, hier ist zu. Was ist das? Okay, wahrscheinlich war das auch nur, um den Trank mal mitzunehmen. Dann müssen wir vielleicht doch später wieder kommen, wenn wir ihn besiegt haben. Okay, hier, wie heißt noch Dings? Belial war das ja, ne? Wenn du da stehen bleibst, wäre das, glaube ich, gar nicht schlecht. Weil dann kann ich dich halt befeuern. Weiche hier so ein bisschen aus. Genau, hier haben wir sogar Deckung, das ist schön. Okay, gut, das sollte, glaube ich, dann ein relativ einfacher Kampf werden. Dann warte ich hier, bis sich das Schwert aufgeladen hat und dann gibt's halt immer Feuer frei. Ja, guck, im Gegensatz zu dir treffe ich. Nur ich krieg ihn da nicht, bringe ihn da nicht aus dem Loop raus. Beziehungsweise aus dem Dings, dass er irgendwann anfängt, sich wieder zu bewegen. Aber das hier ist ja Platz zum Ausweichen, von daher. Ja, sagte er und wurde getroffen. Ja, ich sollte, glaube ich, direkt nach dem Schuss dann wieder in Deckung gehen. Passt. Da habe ich zu wenig gewartet. Schieß nochmal. Danke. Jawohl. So, andererseits, wie viel Schuss haben wir eigentlich mit der Schrotflinte? Vielleicht können wir das ja ein bisschen abkürzen. Haben wir. Okay, cool. So.
Tjan, hast du auch noch was Tolles für uns? Da ist nichts. Okay. Die Frau, die halt auch wirklich tot ist. Okay. Nächstes Kapitel. Kurz abspeichern, aber wir haben noch ein bisschen. Okay, wieder Flugviecher. Dann hauen wir dich mal weg. Und noch mehr Heiltränke, sehr gut. Autsch. Okay, ein bisschen wird's erleuchtet. Habe ich hier gerade einen Heiltrank übersehen? Nö. Scheint nicht so. Okay, dann mal den Weg hier entlang. Alles klar, was haben wir da dann Schönes? Oh, irgendwas ballert hier wieder. Okay, da hätten wir Wasser. Will ich ins Wasser? Ich glaube eher nicht, ne? Okay, eine Menge Flugviecher. Wie gut kann man euch denn ausweichen? Relativ gut. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Klappt das? Jawohl. Ist halt blöd, wenn ihr jetzt anfangt zu schießen. Ah, zwei davon. Na gut, es gibt dir ja noch ein paar Heiltränke. Ah, ich glaube, wir müssen uns doch die Zeit nehmen, die jetzt zu erledigen, ne? Zum Glück seid ihr im Nahkampf nichts. Okay, doch. Ich nehme das zurück. Moment, heilen bitte. Falsche Dings. So. Genau, du haltst einmal voll. Ist die Hälfte schon wieder weg? Oh. Schwert müsste einfach deutlich schneller aufladen. Autsch. Na gut, komm. Pistole. Was ist denn mit der Pistole auf einmal los? Die alle jetzt irgendwie brutal verwundbar gegen Pistolen oder nur die Flugviecher? Na gut, dann nutzt das mal aus. Ist irgendeine Flüssigkeit drin? Ja, ich wollte.
wollte es eigentlich zum Heilen benutzen. Ich höre doch hier schon wieder was. Okay, Pistole ist super, merke ich gerade. Gegen die Viecher zumindest. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge hauen wir dann die beiden Golems hier noch aus den Latschen. Das mache ich dann doch wieder mit dem Schwert. Oder wir können mal den Dolch nutzen. Ich kann ja meine ganzen Range-Dinger mal durchwechseln. Gut, einen haben wir. Bis dahin haben sich wahrscheinlich ja wieder alle aufgeladen. Wenn wir da einmal durch sind, ne? Ich glaube, das geht tatsächlich. Beziehungsweise, wenn ihr euch ja eh nicht bewegt. Na, okay, du brauchst ja noch ein bisschen. Ja, aber genau, Folge beenden wollten wir. Dann tun wir das doch, glaube ich, auch jetzt mal langsam. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.